Okay, jetzt haben wir es erstmal soweit geschafft. Fünf braune haben wir hier. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir auch mal random rein und versuchen jetzt mal nochmal den höchsten Schwierigkeitsgrad und schauen wir mal, ob dass wir dann am Ende auch fünf Golden Boys hier sozusagen haben. Wir schauen einfach mal, wie es dort aussieht. Wen haben wir denn hier? Bull. Da weiß ich, dass es selbst in Danger 3 dann schon schwierig war, weil die Gegner mehr Schaden gemacht haben. Aber wir werden uns mal ansehen. Regeneration, Armor. Wir brauchen unendlich viel Regeneration. Ich gehe mal davon aus, dass Lifesteal nicht geht. Und irgendwo muss man Schaden herkriegen. Ja. Zwei Bosse am Ende, also das wird echt hart werden. Und wir brauchen dann Explosion, also Damage ist sicherlich auch hilfreich, aber auch Size, denke ich irgendwie. Crit-Chancen wird nicht gehen. Engineering könnte irgendwo was helfen, ne? Wir machen das mal so hier. Range hilft uns an sich nicht, oder wenn wir eh immer nah dran sind. Ist das hier wahrscheinlich egal? Wir könnten Dodge und Harvest nehmen und dafür unseren Schaden wieder reduzieren. Reduziert den Schaden nicht so gern. Dodge und Harvest gefällt mir aber allerdings natürlich beides. Aber wie schon gesagt, die Sachen hier sonst nicht so geil. Minus HP Regen. Modifiers bei 50%. Ja, 50% von dem, was ja, Lifesteal geht nicht. Okay. Zusammen mit dem anderen ist es ja okay. Plus 10 Armor, aber Armor ist nicht verstärkt. Okay. Hat sich Schaden. Genau. Dann können wir auch nochmal hier. Ja. HP selber sind nicht verstärkt. Okay, dann haben wir ja grundlegend ja ganz gute Sachen mal. Speed wäre sicherlich auch okay. Mach mal billig hier. Zack. Pickup Range, ja, wie schon gesagt, ist nicht ganz so wichtig, denke ich mal, aber es schadet nichts. Ich habe schon gesagt, vor allen Dingen Explosion Range wird halt, denke ich, schon richtig viel Sinn machen. Weil jetzt am Anfang ist natürlich noch sehr leicht mit dem Charakter zu spielen, ne? Schon klar, aber. Lifesteal geht nicht. Dann gib mir mal Harvest. Nochmal Damage. Ich denke, Engineering wird nicht ganz schlecht sein, grundlegend. Mal diese Landmine noch her. Für 4 können wir noch mal würfeln. Naja. Also richtig gefällt mir die Biene nicht.
Okay. Zwei Range, das macht nicht so viel Sinn. Wir brauchen irgendwann mehr HP. Ein Global dann plus Schaden bei den relativ hohen Werten, die man dann sowieso hat, ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Gib mal die 8% hierher. Range kann gerne ins Minus Unendliche gehen. Ja. Ja, Damage ist generell immer gut. Das ist okay. Glück würde wahrscheinlich auch nicht schaden. Aber, Das Problem ist, eine der simpelsten Möglichkeiten, natürlich diese Explosionsreichweite zu erhöhen, ist natürlich normalerweise durch Explosionswaffen, ne? Aber wir können halt leider keine Waffen ausrüsten. Erhöhte Heilung von den Gegenständen wäre natürlich auch gut. Das bringt uns nichts. Ja. Ach, Harvesting. Ja. Dodge macht es ein bisschen unregelmäßig. Ich glaube, wir werden es am Ende wahrscheinlich auch brauchen, um zu überleben. Wir nehmen jetzt hier erstmal noch 4 Schaden mit, aber... Attack Speed brauchen wir nicht. 89, ja, passt. Jetzt fehlt uns genau ein Ding hier. Ja, das ist gut. Ist auch gut. Nee, also ja, was uns das dazu gibt, gefällt uns beides, aber wir können einfach nicht. Also bei uns ist es ja 3-3, aber wie schon gesagt, wir hätten gern schon mehr Heilung von Consumables anstatt weniger. Also wirklich nicht, was so ganz so wirklich die Taktik, wenn man es wirklich irgendwie hinkriegt, zu sagen, okay. Mit ganz viel Speed können wir mal so lange ausweichen, bis wir wirklich mal ganz dicke Gegnertruppen irgendwie zusammen haben. Geht auch nicht. Jetzt haben wir 3 Engineering obendrauf, was wirklich so viel bringt. Gibt uns halt schon mal die 6% Dodge. Ja. Wir können Glück ausgleichen plus 2-mal Schaden kriegen. Und 3 HP Regen und eben 25% mehr Erfahrung. Okay. Das kann auch gern mitkommen. Das mache ich nicht nochmal. Knockback würde nicht gehen. Ich habe eben vom Konzept her keinen Sinn. Und natürlich kann man sagen, durch dieses Gedodge wird es ein bisschen inkonsistent, aber ich denke mal, am Ende des Tages ist es einfach notwendig. Und vor allen Dingen hier, ne? Du musst ja diese Nippel weghauen. Das
sonst wird es halt einfach zu hart. Nee. Ein bisschen mehr Speed wäre schon gerade auch nicht ganz schlecht. Aber einen neuen Dodge kann ich jetzt einfach nicht einfach so ausblenden lassen. Nochmal 12% Damage für Engineering, weil ich jetzt nicht 10 habe. Nochmal 12% Schaden. Das kann immer her. Bunny. Noch ein Helmchen. Armor haben wir noch nicht so wirklich häufig beim Level abgesehen, oder? Vielleicht mal ein Einser oder so, aber. Das ist blöd bei den Geschossen dann. Ja. Explodiert man, aber niemand nimmt Schaden. Und bei den Dicken halt auch so ein bisschen das Problem. Die halten halt einfach ein bisschen mehr aus. So hoch ist dann die HP Region halt auch wieder nicht. Bloß noch Dodge. Range Attack at last, ja. Nee. Nee. Noch ein Bunny. Nee. Das erste ist immer ganz gut, aber. Wobei man sieht, das Dodge ist hier gar nicht mal so schlecht, dann kommen noch mehr Gegner zusammen, bevor man dann tatsächlich explodiert. Wir bräuchten wirklich noch jede Menge Glück zum Beispiel. Dann wesentlich mehr Heilgegenstände noch zu spawnen. Okay. Ja. 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 Nee, die wollen wir bitte nicht haben. Nee. Nee. Crit Chance kann man keinen hergeben. Damage ist gut, Armor ist gut, Speed ist gut, Crit Chance bringt uns nichts. Okay, das ist sehr gut für uns. Ja, wir sind jetzt schon bei 50% Schaden, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht für uns. Also, selten, dass uns die Negativen davon gar nicht berühren. Also ist es gut. Ich denke, ich muss wirklich auf Defensive hier hauptsächlich gehen. Wenn einmal hier so durchrennen oder so, na gut, ne, aber dann. Wirklich noch mal ein bisschen Speed oder sowas.
Okay. Ja. Ich hab's gerade gesagt, noch mal ein bisschen Speed, ne? Das bringt, denke ich, echt was. Alien-Eis brauchen wir nicht unbedingt. Ja, mit dem Ding. Okay, wir verlieren so wieder ein bisschen Speed, aber kriegen dafür noch mal mehr Schaden, noch mal ein bisschen HP Regen, okay. Ja, dich auch. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich zu häufig danach frage, aber Adrenalin. Okay. Absolut gut. Nee, wir brauchen was defensives. Das ist irgendwo defensiv. Das ist offensiver. Ja. Wie viel von diesen Heads wollen wir noch nehmen? Alle eigentlich. Wenn wir ehrlich sind. Nee. Minusglück. Ich meine, wir haben jetzt relativ viel, ne? Garten. Das Ding können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Mal schön schnell. Kann man sich drauf anlegen, da noch die Kiste zu kriegen hier. Kann man recyceln, Range bringt uns nichts. Nee, wir kriegen endlich mal Armor. Her damit. Minus ein Damage haben wir am Ende, wenn wir das noch mit dazu kaufen. Kostet zwar eine ganze Menge, aber okay. Dann waren wir noch bei 150, ne? Und dann haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen mehr HP und so weiter. Noch irgend so eine schöne, starke, unique HP Regen Verbesserung. Das wäre natürlich noch schön.
Okay. Speed haben wir genügend. Dann gibt nochmal Dodge. Oh ja! Ja. Das ist aber trotzdem gut. Das ist nicht wert, das ist es wert, das ist es, ja, wegen mir wert. Eine Horde. Das kann ja mal was werden. Mal schauen, was jetzt alles für Gegner kommen. Wir haben tatsächlich Adrenalin bekommen. Jetzt müssen wir bloß noch unseren Dodge-Wert weiter erhöhen. Also, dann Glück haben. Plus 3 Armor. Dann mag so wie 6 HP Region. Gib mir noch einmal Armor, dann sind wir da aber soweit durch eigentlich. Okay, für 29 kaufen wir auch das bescheuerte Buch noch. Ja, ja. Unsere Strukturen ganz schnell an, das können wir nicht machen, weil bei uns Attack Speed kein wichtiges Attribut momentan ist. Okay. Nein. Und Max HP ist auch gut, aber wir brauchen jetzt Dodge. Ja. 6% ist schon mal gut. Hm. 20 Melee wird wahrscheinlich mehr sein als die Dings. Diese Minus-Damage, die HP-Regeneration ist mindestens 7. Wir verlieren 3% Speed, das wäre okay. Es kostet halt ganz schön viel. Aber ist doch in Ordnung. 165. 253, ja. Und das ging halt auch nochmal schön nach oben. Nee. Das kann man nicht machen. Das Mammut sehen wir doch ganz lustig aus.
Okay. HP Regen ist gut. Dodge ist besser. Komm. 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 Ja, gemaxt. Zwar kein Geld mehr, aber das ist fast wert, dafür 1%. Ja, komm. Genau kein Geld mehr. Aber das war's doch wert. Eigentlich bloß noch Armor und Max HP. Ja gut, HP Regen ist grundlegend auch noch gut, allerdings hat es halt dann schwierig langsam mehr. Also da würde es uns mehr bringen, denke ich mal, Gegenstände zu finden, die irgendwas Spezielles machen. Sollte nicht so frech sein, auf das gehen. Speed haben wir mehr als genug. Du bist okay. XP gehen, das brauchen wir nicht mehr, das kostet uns auch einfach zu viel hier. Nicht genügend Schaden anrichten, um so einen Gegner hier zu besiegen. Explosion Size wäre halt gut gewesen. Das ist halt. Auch mehr Schaden, ja. Tree Style One Hit. Sterben sie bei uns sowieso immer. Ich weiß nicht. Also wir haben sonst, denke ich, so weit ganz gut angestellt. Ich will mich nicht zu sehr beschweren, weil wir Adrenalin bekommen haben, ne? Aber... Ist okay. Jetzt halt nochmal Max HP. Nochmal 5 HP Regen, okay.
Ne. Nochmal mehr Schaden. Ne. Explosion Size. Halt jetzt eigentlich nicht mehr. Du kommst jetzt, ha? Du kommst jetzt. Ganz klar. Das wäre halt mal eine von diesen speziellen HP-Regenerationserweiterungen gewesen, von denen ich möglicherweise sprach. Aber das ist sowieso ein Survival-Game hier, ne? Das ist, denke ich mal, klar. Okay, soll man die Bäumchen wahrscheinlich sowieso erstmal stehen lassen, weil. Könnte klappen, oder? Weiß nicht, wie oft ihr noch mutatitieren wollt. Okay. Oh, das kann natürlich der Wix-Kreis hier sein. Oh ja, das wird schon unangenehm. Wirklich reines Glück jetzt. Das hängt nicht von meinem Skill ab. Geschafft. Okay, also wenn man mit Adrenalin spielt, kann man es sozusagen schaffen. Ja. Mehr oder weniger volles Dodge. Haben wir heute noch ein bisschen mehr sein können. Dieses, also gut, diese Fever, was wir jetzt gesehen haben, die hat uns halt nochmal eine ganze Menge HP-Regen selber dazugegeben, was auch gut gewesen wäre. Es ist halt keine von diesen Spezialverbesserungen. Wie dieser Trank, der das dann auf 2 sozusagen verdoppelt, wenn man auf weniger als halben HP ist und so weiter. Er hat natürlich noch mehr Max-HP und so weiter haben können, auch wenn die mit ihm nicht explizit verstärkt werden. Er kriegt halt am Anfang plus 20 und das war's dann. Ja, haben wir diesmal aber ganz gut hinbekommen. Ich meine, für Stufe 5, erster Versuch, gleich geschafft. Ja, bin ich doch erstmal soweit ganz zufrieden mit. Also von daher würde ich mal sagen, erstmal soweit. Bis zum nächsten Mal.